So, willkommen zu einer weiteren Folge. Und ich habe immer noch absolut keinen Plan. Normalerweise ist es ja eindeutig. Der Pfeil zeigt ja auch nach unten. Ich fange jetzt einfach nochmal so an. So, eine Nummerierung ist hier auch nirgends zu sehen, ne? Pfeil nach unten, okay. Das X sieht auch nicht aus wie das, wie der Pfeil. So, da ist das F. Die beiden Striche gucken nach oben. Okay. Oder ist hier eine Einkerbung irgendwie in der Mauer? Nee. Jetzt hatte ich noch eine Idee. Jetzt muss ich nochmal doch zum zweiten gucken. Nee, doch nicht. Ach Mist. So. Dann käme jetzt das X. Unten ist es ein bisschen schwächer, unten rechts. Und das Tor nach rechts. Das Tor nach rechts ist eindeutig theoretisch. Aber warte mal. Warte mal. Wir haben den Pfeil unten. Das oben, Tor nach rechts. Dann heißt das X müsste vielleicht nach links. Oder? Könnte das das Rätsel... Oh, bitte, 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 bitte. Ach, weil der schwache Strich jetzt unten... Okay. Oh. Zum Glück hat der Zufall geholfen. Alter. Und wir haben nicht den letzten Schädel gefunden. Schade. Na gut, dann auf in den Bosskampf. Warum habe ich... Nun, ihr habt meine Ruhestadt gefunden. Aber ihr sollt sie niemals wieder verlassen. Genau so einen Gegner habe ich erwartet. Shit, der hat auch seine Attacke drauf. Gering, das ist mein. Niemand hat sie gut besiegt. Ach, wir sind ja... Wir haben Dunkelkram irgendwie abgekriegt. Ach, wenn wir da drinnen sind... Lol, kriegen wir das ab. Ich wäre erstmal Zeit für den Talisman. Was ist das denn? Ihr werdet Antwaranaut niemals besitzen. Verflucht seid ihr. Und jetzt versteckt er sich wieder. Oh, das dauert ja jetzt ewig, bis wir das wieder einsetzen können. Mist. Ich bin kein Dieb. Ich
Clay ist mir nur. Hier wird dir der Argonaut niemals nehmen. Oh nein. Konntet mir das Gold nicht überlassen, nicht wahr? Ich hätte es wissen müssen. Aber immerhin bekomme ich einen glänzenden neuen Ring. Besser als nichts. Ich würde schon sagen, was ist jetzt? Wieso passiert nichts? So, okay. Also ward Sigurd erneut im Kampf geschlagen und begann seine Reise durch Hel. So begab es sich, dass die Wölfin in den Besitz eines zweiten der goldenen Ringe gelangte, die für die Götter geschmiedet waren. Sie hatte der Versuchung Draupnirs widerstanden, aber würde Andvaranaut ihr Verderben besiegeln? Ihr habt Sigurds Ring, Andvaranaut. Hier, nehmt den verdammten Ring und damit auch den Fluch weit weg von meinem Clan. Ah, da bist du ja, mein kostbarer kleiner Schatz. Und nun zu eurer Belohnung, lasst mich euch die geheimen Pfade nach Castra Ignis öffnen. Euer Feind wird nicht erwarten, dass ihr auf diesem Wege ihre Verteidigung durchbrecht. Was ist gerade geschehen? Ich wette nichts Gutes. So. Das ist nicht King Gegenstand? Okay. So, dann wieder verkaufen. Schön euch zu sehen. Zeit. Braucht ihr Waffen? Geschwindigkeit. Kann ich dieses Yutu-Jan bei dem Händler kaufen eigentlich irgendwie? Gegen Gold. Kaufen, verkaufen. Solange Gold den Besitzer wechselt, bin ich glücklich. Achso, das ist ja meins. Rohstoffe handeln. Nee, ich will eigentlich... Minus 1000. Oh, das geht ja. Handeln. Sehr gut. Cool. Dann kann ich die alte jetzt aufleveln. Ah, hätte ich gleich noch mehr kaufen sollen für den Typen hier. Lasst mich eure Wunden salben. Das kann weg. Das kann weg. Okay, da gefiel mir aber die andere Behausung besser. Bitte, tretet ein. Ringe, kann weg, kann weg, kann weg.
Okay. Habt ihr Runen, die ihr zu gravieren wünscht? Wir brauchen also noch 29, das wird teuer. Lasst mich eure Wunden salben. Oh, Holz. Holz brauchen wir auch noch. Das ist... Achso. Oh, das geht hier gleich los. Verdammt. Die Putzen kann ich nicht kaputt machen, okay. Mist. Welle abgeschlossen, okay. Das geht ja noch bisher. Welle abgeschlossen. Über die liebe dritte Welle die 25 Gegner. Okay, dritte Welle abgeschlossen. 23 Gegner. Oh, keine Vögel, Alter. So, noch zwei. Dann sind wir hier mit der Welle auch durch. Oh. Sechsundzwanzig Gegner. Okay, wir tun es zu ihnen. Wahrscheinlich, weil ich eine gewisse Anzahl von denen platt gemacht habe. Noch drei. Und der letzte wird ein Bossgegner sein, ne?
Ein Gabenpunkt, cool. Nö. Wäre ja mal interessant, ob man da unendlich Gabenpunkte bei rausholen könnte. Dann könnte ich mich ja bei jedem Pfad top auflöveln. So, plus maximal 5. Aber immerhin. Das ist eigentlich, was ich offscreen auch nebenbei machen könnte. So, Stufe 8, 14, 20, 26. Oder heißt das, ich krieg bloß hier 5 raus insgesamt. Könnte natürlich auch sein. Gut, dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitz bedanke mich. Bis dann.